Glückwunsch, Bruder, nur das Beste. Diese netten Worte kann man auf Lukas Podolskis Twitter-Account lesen. Die Glückwünsche gelten seinem Fußballkollegen Kevin Prince Boateng. Er postete kurze Zeit vorher: Wir sind schwanger. Wir sind glücklich, euch sagen zu können, dass es bald Nachwuchs bei Familie Sateng gibt. Der Mittelfeldspieler vom FC Schalke 04 und seine Freundin, die amerikanisch-italienische Moderatorin Melissa Sutter, sind seit Oktober 2011 liiert. Der Deutschland sucht den Superstar-Kandidat Joey Heindle schickt seinen Facebook-Fans diese Botschaft aus Thailand. Ja, hallo liebe Facebook-Fans. Ich habe es euch ja versprochen, hier vom Set euch ein kleines Video zu zeigen. Und ein paar lustige Impressionen vom Werbespot gibt's auch noch. Charlotte Würdig kündigt via Facebook Nils Ruf für ihre Webshow an und fragt gleichzeitig ihre gut 62.000 Fans, was wollt ihr wissen? Zu sehen ist die Show dann auf ihrem YouTube-Kanal Mein Loft. Tim Melzer lässt seine Facebook-Community wissen, dass er gestern in Husum mit einer Schulklasse gekocht hat. Der Fernsehkoch schreibt: Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich gefreut, endlich mal wieder im Norden unterwegs zu sein. Dazu postet er Bilder von sich und seinen fleißigen Helferlein. Mehr Infos gibt es unter klasse-kochen.de. Eine feine Sache. Sido macht auf seiner Facebook-Wall Werbung für seine Kopfhörer. Meine Kopfhörer gibt's jetzt auch bei Amazon, schreibt er dazu. Es scheint zu funktionieren, sie sind derzeit nicht mehr auf Lager. Heute vor ein paar Jahren machte ich meinen ersten Telefonanruf. Dreimal dürft ihr raten, bei wem, fragt Sänger Jay Khan seine gut 13.000 Facebook-Freunde. Er löst auf, klar, beim Weihnachtsmann. Sehr süß. In diesem Sinne, bis zum nächsten Update.